ist immer so unbequem in der Ecke hier. Ich habe irgendwie den Weg zum Schlafzimmer gestern nicht mehr gefunden. Kann man überlegen, habe ich eigentlich einen. Muss mal vorne nach dem Heu gucken, ob das jetzt inzwischen soweit ist. Oh Gott, das Gras ist schon wieder gewachsen. So ein Mist. Das heißt immer noch Gras. Aber da fehlt jetzt ein Symbol. Ja, guten Morgen. Na, alles fit bei euch? Kann mal reingucken hier. Oh, Wasser müssen wir nachfüllen. Das machen wir, glaube ich, gleich zu Beginn. Machen wir gleich zu Beginn. Gleich mal Wasser holen. Bin gerade im Überlegen. Ich glaube, ich hole mir den. Warte mal, das kriegen wir, glaube ich. Ja, ich will das mit dem kleinen Anhänger machen. Mit dem kleinen Trecker machen. Soll ja eigentlich auch so mehr oder weniger der Hoftraktor sein. Übrigens, wir haben kurz vor 5. Ich bin schon auf. Es ist unglaublich. Aber ihr wisst ja, im Sommer wird es früher hell. Silage haben wir übrigens auch hier. Kann ich da einen Frontlader drin? Nee, kann ich nicht. Mist. Schade. Gerade noch mal stöpseln. So, jetzt. Ah, schön. Frische Luft hier am Morgen. Wir werden da vorne, ich weiß nicht, ob ich alles in Strohballen machen soll. Ich hoffe vor allem, dass ich hier im Wasserfass noch ein bisschen was drin habe. Ups, also. Karl hier, hallo? Hallo? Jo. Hast du gerade was vor? Ich muss gerade ein bisschen Wasser bei den Kühen reinmachen. Oh. Danach? Ich habe kein Wasser mehr. Theoretisch müsste ich auch Heu machen. Hättest du eventuell kurz Zeit, um runter zu mir zu kommen und die Ballen hinter mir einzusammeln, sonst rollen die mir runter an die Weide. Was hast denn zum Aufsammeln? Ein Teleskoplader. Da kriegst du drei Ballen direkt weg. Drei? Ja. Wie denn das? Ich hab einen Ballenspieß. Aha. Hast du auch einen Anhänger oder muss man die dann direkt Ja, hochfahren? ich habe einen Anhänger unten. Okay. Aber dann sage ich dir, dann hilfst du mir nachher auch. Ja, kann ich machen. Ist kein Thema. Na gut, ich bin auf dem Weg. Okay, Also danke nee, warte dir. mal, ich komme aber mit dem Fan. Ja, okay, bis später. Tschüss. Ciao. Machen wir das anders, dann hängen wir den hier ab. Dann nehmen wir nämlich das Wasserfass gleich mit runter. Dann hängen nehmen wir das Wasserfass mit runter. Das kriegt man hier. Dann müssen wir mit dem hier fahren. Warte mal, da muss ich aber die Reifen noch kurz wegmachen. Konnte nicht geändert werden? Warum? Ach Mensch. Dann halt nicht. Dann fahre ich kurz mit dem runter. Aber das kann doch nicht sein. Moment, ich probiere es nochmal. Dass die Schrauben so arg klemmen, das kenne ich gar nicht.
Konfigurieren. Kann die nicht geändert werden. Warum denn? So ein Mist aber auch. Ich guck mal, ob er doch ins Auto, ob das Fässchen ins Auto rangeht, ey. Alter, ich muss eigentlich auch Heu machen. Meine Kühe, die lechzen nach Heu. Ups, noch ein Stück. Geht sogar dran. Und Silage müssen wir denen auch noch füttern. Bürgermeister hat sie auch schon lange nicht mehr blicken lassen. Ziemlich schade. Oh. Da hat der Timomat gehakt. Oh, der hat auch die Straße saniert. Das sehe ich heute das erste Mal. War schon lange nicht mehr unten im Tal. Zum Udo rüber. Naja, dann haben wir auch was zu tun. Und vor allem, ich musste ja sowieso runter ums... um dann Wasser zu holen. Was ist denn jetzt los? Doofe Birke im Weg oder was? Jo, moin hier.
Hi. Moin. Da oben ist die Wiese, ich fahre dir den gerade rüber. Da oben. Warum fährt er eigentlich ohne mich? Schönen Spaziergang am Morgen hier. Alter Jagdwoll hier. Oh Gott. Du hast auch nicht alle Ja, Tassen im Schrank, moin. oder? Warum? Alter, so einem Gefälle Ballen pressen, ey. Ist ja Ja. wahnsinnig. So, dem hier kannst du fahren dann, ne? Ja, dem Glas hier. Hast du hier überhaupt Heu? Nee, da mach raus, mach ich die Silageballen. Ah, okay. Unten habe ich Heu liegen. Okay. Oh, dann fangen wir an. Ich weiß zwar nicht, wie der da drei Ballen draufkriegen will, aber. Oh, da liegt schon einer. Moment! Aber eigentlich auch die falsche Zange, ne? Du Ja. weißt schon, dass du mit dem Dinge hier die Silage-Dingens kaputt machst. Ja, weiß ich. Danke. Die Ballen, wenn der Anhänger voll ist, kannst du dann einfach unten auf dem Hof neben dein Auto stellen. An den Rand. Ich dachte eher, ich gebe dem einen Schubs, dass er runterkollert. Bist du wahnsinnig? Unten sind die Kühe. Das wird jetzt spaßig, ey. Nein! Oh. Sollen der da drei Ballen drauf kriegen? Du, das Ding hat aber nicht so viel Leistung, gell? Aha, ist ein bisschen schwer, Mann. Ja, der Telelader hat keine Leistung. Ja, aber bevor ich hier fertig bin mit Einsammeln mit dem Unitruck, ist ja. Ja, jetzt solltest du mal warten mit ablegen. Ja, hier oben geht ja gerade noch. Bleiben Sie liegen. Deine Sache.
Bleib stehen. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen mal, dass wir die Ballen hier irgendwie auch an die richtige Stelle kriegen. Und dem Udo da auch wirklich helfen können und nicht hier eine Katastrophe verursachen. Es ist sehr kritisch, würde ich mal behaupten. Ach, der Telelader ist so nicht so stark. Aber naja, ich gebe mein Bestes. So, wenn ihr mehr sehen wollt, dann gerne am Samstag wieder reinschauen. Bis dahin, macht's gut. Oh. Tschüss.